hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zuckerbude. Und ja, ich war mal wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar an der Dortmunder Uni. War ich jetzt echt schon lange nicht mehr. Bin ich heute mal wieder hin, hat sich so irgendwie ergeben. Und ja, ich habe ein paar schöne Sachen auch gefunden. Werde ich euch gleich zeigen, ne? Ja, wie immer. Ihr seht immer noch die alte Ansicht. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich weiß, ich sage euch das schon seit ein paar Videos, aber ich sage jetzt mal 2, maximal 3 Videos, dann sollte die Zuckerbude stehen. Ne? Ich produziere halt vor und wenn ich dann mal gerade mal einige auf ganz viel auf einmal mache, dann ist das nun mal so, dass ich komme schon voran, aber ich produziere die Videos halt schnell hintereinander. Und aber ihr werdet bald sehen, es geht bald weiter. Ja, dann seht ihr mich in einer anderen Ansicht. Und dann zeige ich euch auch mal so einen kurzen Rundumblick von meiner neuen Zuckerbude. Roomtour gibt es dann aber erst Weihnachten. Ja, Dortmunder Uni, wie gesagt, froh da mal wieder gewesen zu sein. Den einen oder anderen auch getroffen. Grüße gehen raus an alle, die mich getroffen haben. Es war heute ein bisschen weniger los, hatte ich das Gefühl. Also ein bisschen weniger Konkurrenz. Ne? Sonst ist Dortmund ja gerade Uni so die Konkurrenz, der Konkurrenzflohmarkt schlechthin für mich. Hatte ich das Gefühl, war ein bisschen weniger. Obwohl schönes Wetter war, aber ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Und was das so ist, werde ich euch jetzt zeigen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, los geht's. Ja, aber ich muss immer Preise hören. Ich muss einen Preis sagen, dann kann ich dir sagen, ob das okay ist oder nicht. Also, nein, ja, mein Freund, ich muss mal was. Ja, der Leute. Ja, vorsichtig. Das ist ja teuer. Ja, das ist gemacht. Was willst du hier für deine Spiele so haben? 2 Euro. 2 Euro? Okay. Die sollen dann selber sagen, wenn sie sagen, das ist teuer. Das ist doch teuer, oder? Das ist doch teuer. Ja, die sagen, aber das ist teuer. Guck mal hier 5, ne? Also dann 10 Euro, ne? Okay. Ja, es ging damit los. Ich war bei so einem Mann an der Kiste und da hatte einiges an Games da drin rumliegen. Ne? Also vor allem Xbox 360 und ich meine PS3 war auch einiges dabei und ich weiß nicht, ob noch sogar noch andere Spiele dabei waren. Gut möglich. Und es war so, ich habe dann gefragt, was er für ein Spiel haben will und auf einmal sagt er 2 Euro. Dann habe ich gesagt, oh, okay. 2 Euro. Jetzt nimmst du da musst du es zuschlagen. Nimm mir direkt ein paar mit und sieh zu, dass du ungefähr auf den 10er kommst. Da musst du auch, hast du auch keine Wechselgeldprobleme. Und deswegen habe ich mir 5 Games mitgenommen. Ne? Und überwiegend Xbox 360 Games. Und alle 5 für einen 10er. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich zeige euch erst die 360 Games. Und zwar einmal GTA Episodes from Liberty City.
Habe ich, glaube ich, schon für die PS3 inzwischen. Fehlt mir aber noch für die Xbox 360. Ach komm, nimm das gerne mit, das fehlt dir noch. Dann die Kane & Lynch Collection. Auch ganz nett, ne? Ja, sind Kane & Lynch 1 und 2 drauf auf dieser Collection. Ne? Also, ja, ne, ich weiß nicht, was ist das, ne? Irgendwie Polizei oder so, was haben die was mit zu tun? Ja, auf jeden Fall, ne? Habe ich mir auch gerne mitgenommen für 2 Euro. Dann Marvel Super Hero Squad. Auch mitgenommen. Ne? Warum denn nicht? Für 2 Euro, was willst du da sagen? Und hier, Quake Wars. Enemy Territory. Quake Wars. Keine Ahnung, was ist, ne? Ja, habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Ach komm, warum denn nicht? Ne? Die sind auch komplett, die Games. Richtig nice. Und auch das gab es für 2 Euro. Und ein PS3-Game habe ich mir rausgenommen. Ich dachte, ach, das ist auch ganz cool. Und zwar One Piece Pirate Warriors. Ne, ich weiß nicht genau, was es ist, was das für ein Game ist. Aber für 2 Euro konnte ich da nicht viel mit falsch machen. Und fehlte mir noch, ne, One Piece. Ich bin nicht so der größte One Piece-Fan. Also sagen wir es mal so, ich bin nicht so in dieser Anime-Sache drin. Ne, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Und was es alles gibt, ne? Da bin ich gar nicht so drin, habe ich selten mal auch überhaupt was von gesehen. Ich kenne auch Animes, ich bin eher so die Kickers und so, oder Mila Superstar, ne? Aber ja, ist eine andere Geschichte. Und ja, auf jeden Fall gab es den Stack hier, 5 Games für einen 10er. Hab ich mir gedacht, ach komm, ey, warum denn nicht, ne? Und ja, habe ich mir die mitgenommen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Kostet? Will ich schon 30 haben für. Ja. Wie ist mit dem GameCube eigentlich? Verkaufst du Spiele auch einzeln oder nur hier als Paket? Was hast du vor? Welches willst du denn? Das. Habe ich alles. Ja, dann habe ich alle. Ja, kann ich auch einzeln machen. Was willst du dafür haben? 13 Euro. 13, okay, ich gucke mal, ob du noch irgendwas hast. Vielleicht komme ich dann billiger weg. Guck mal schön. Ja. Was wolltest du für den Satz hier haben? Wenn du alles nimmst, kann ich dir 125 machen. Bist du teuer. Ich habe alle Kabel da, ne? Ich bin nur nicht noch zum Auspacken gekommen. Ja. Ich habe auch noch hier Super Nintendo. Die hast du wahrscheinlich. Die habe ich schon. Was willst du für das hier? Kann ich dir für den Film da geben. Okay. Ich habe auch noch ein paar PlayStation 2 Spiele, die habe ich noch nicht rausgegeben. Okay. Okay.
fündig geworden noch. 13 und 5. 18 Euro, ja. Ja, was machen wir, komm. Ja, ich habe schon gute Preise. 1, 2 Euro, komm, 1, 2 Euro müssen gehen. Dann mache ich die 17. Ja, komm, ist okay, ja. Machen wir, ja. Ja, da war ich bei so einem netten jungen Mann, der übrigens auch meine Videos kannte oder mich kannte durch meine Videos und Grüße gehen raus an dich, wenn du das sehen solltest. Und bei dem habe ich mir was Schönes rausgesucht auch wieder. Und zwar einmal ein Gameboy-Spiel und zwar, weil es mir noch fehlte, Dr. Franken. Ne, ich meine, das wäre ein Jump'n'Run. Ich meine, ich hätte das ganz früher mal für den Super Nintendo irgendwann mal gespielt. Ne, es gibt's glaube ich auch für den Super Nintendo. Aber ich meine, es gibt für den Gameboy auch noch Dr. Franken 2 sogar. Ja, auf jeden Fall habe ich hier Dr. Franken den ersten Teil. Dafür wollte er 13 Euro haben. Und das ist preislich sogar ganz okay, ne? Geht so für um die 12 Euro. Und hierfür wollte er einen Fünfer haben, und zwar Ratchet & Clank's Tools of Destruction. Und genau dieses Ratchet & Clank-Spiel hatte ich früher für die PS3. Das hatte ich früher, genau das Game. Ich habe noch ein anderes Ratchet & Clank-Spiel inzwischen in der Sammlung. Ich glaube, es heißt Q-Force. Das hatte ich nicht früher, aber das hier hatte ich früher. Und dafür wollte er nur einen Fünfer. Und das war wirklich ein guter Preis. Und hat er mir sogar noch den Anstandseuro erlassen und habe ich 17 Euro dafür bezahlt. Ne? Hört sich jetzt erstmal viel an, ne? Aber ja, ich glaube, 5 Euro ist sehr gut dafür. Wie gesagt, das war ungefähr der Marktpreis, ne? Und habe ich für die beiden Games 17 Euro bezahlt. War okay, auf jeden Fall. Ja, und Ratchet & Clank und Dr. Franken gab es einmal. Ja, hat mich auch gefreut, ein Gameboy-Spiel zu finden. Ne? Ich finde halt oft PS3, PS2, Xbox 360 und so. Und mal wieder was Altes, Graues, was ich noch nicht hab. Ne, hab ich gefunden. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Ja, ich laufe erstmal rum, ich gucke. Ja, ja. Ich habe zwar schon 3 Stück, aber man kriegt die Schnauze nicht voll. Also. Das stimmt. Willst du mir einen guten Preis für die 4 hier machen? Ja, ich guck mal hin. 15, 20, 25, 20. Machen wir. Hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, da war ich bei so einem Mann, also so einem jungen Mann, der hat halt auch wieder einiges da liegen. Und da habe ich mir was zusammengebundelt, was ich alles noch nicht habe. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ey, warum denn nicht? Und zwar einmal ein Wii-Spiel. Dafür wollte er eigentlich 5 Euro haben. Und zwar WarioWare Smooth Moose fehlt mir noch, ne? Also Wario-Spiel für die Wii, aber das mir noch fehlt. Ach komm, warum denn nicht, ne? Wario, ne? WarioWare. Dann doch tatsächlich 2 Super Nintendo-Spiele, die mir noch fehlen. Auch sehr nice, sind die jetzt wieder was für meine Super Nintendo-Sammlung gefunden zu haben. Bei wie viel sind wir? Ich habe jetzt natürlich noch alles in Kisten. Ich müsste nachziehen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 194, wenn ich die beiden mitrechne. Auf jeden Fall gab es einmal nichts Besonderes, ne? Einmal Wintergold, ein Wintersportspiel, selbstverständlich. Sieht mir aus wie Skifahren. Vielleicht sind noch andere Wintersportarten mit drauf. Sollte 8 Euro kosten. Und Shaq Fu,
ich weiß, ist ein Scheißspiel, ne? Ist ein Beat'em-up, soll wirklich nicht das beste Spiel sein. Fehlte mir aber noch, deswegen habe ich es mir gerne mitgenommen, sollte 7 Euro kosten. Und für ein Gameboy habe ich mir auch mitgenommen, weil mir das auch noch fehlte, und zwar Mulan für ein Gameboy. Ne? Vom Disney-Film Mulan. Sollte ein 5er kosten. So, und dann wären wir bei 5, die beiden zusammen sind 15, wären 25 Euro gewesen. Und er hat mir das alles für 20 gegeben, hat er mir das verkauft. Dann wären wir nur noch bei ein 5er pro Spiel. Und dann finde ich, ist das schon ganz okay. Ne? Ja, wie gesagt, die beiden haben mich sehr gefreut, die Super Nintendo Spiele. Wieder was zu meiner Super Nintendo Sammlung. Die 200 rückt immer näher. Und ja, auch wenn das jetzt nicht die geilsten Kracher sind, ne, aber zwei neue Spiele für die Sammlung. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Wenn ich die alle mitnehme, ist wenn ich alles mache. Ich wollte gar nicht sehen, ich habe jetzt extra gesagt. Ehrlich. Was soll das hier kosten? 12 Euro. 12? Ja. Nicht so viel. Ich glaube, das geht bei eBay für 10. Ja, dann nehmen Sie für 10. Ja, dann kann ich auch zu eBay gehen. Dann machen Sie 8. 8. 8 ist okay, das machen wir, ja. Okay. Ja, dann komme ich an den Stand. Ich denke mir, nice, da liegt ein NES-Spiel. So, und zwar ist es Shadowgate, war es, ne? Und ich weiß auch gar nicht genau, was das ist, aber ich habe das Spiel schon öfter gesehen. Ist ein Titel, den man schon mal sieht, ne? Und ich will nicht sagen, ist einer, den man an jeder Ecke sieht, aber den man schon mal sieht. Und ich wusste aber, weil ich es halt schon mal gesehen habe, habe ich auch schon mal geguckt, für wie viel geht der denn ungefähr? Ich wusste, der geht bei eBay ungefähr für einen Zehner. Ne? Und ich habe gefragt, kam erstmal der unverschämte Preis von 12 Euro. Ja, nach ein bisschen Handeln habe ich es für 8 gekriegt. Habe ich gesagt, ach komm, ne? Wenn es nur 2 Euro unter dem eBay-Preis sind, hast du aber noch ein neues NES-Spiel. Ne? Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ne? Shadowgate, ne? Ich weiß nur, ja, ist ein NES-Spiel, was relativ gängig ist, aber jetzt nicht, wie gesagt, nicht an jeder Ecke. Wer weiß, was das für ein Game ist, gerne in die Kommentare damit. Und ja, wenn ich hier alles aufgebaut habe, werde ich das aber mal zocken. Auf jeden Fall gab es einmal Shadowgate, ne, für den NES für 8 Euro. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Meine Tränen müssen sehen.
Kendine iyi bak, bir tur attım, yeni geldim. He, onu sattım. Bunu yeni aldım. Başka bir araba. He, bu başka. O hoşuma gitmedi. Onu hemen sattım, 10 lira karıyla. O hoşuma gitmedi, bu güzel. Was willst du deine Xbox-Spiele haben? Also 9, ne? Ich habe hier 3, also 9 dann. 3, 6, 9. Okay, komm, machen wir es gut. Ja, und dann gab es 3 Xbox Classic-Spiele für jeweils 3 Euro, also 19 Euro für alle 3. Habe ich auch nicht mehr gehandelt. Ich fand den Preis gut, habe mir gedacht, ach komm, mach das mal, ne? Und so gab es einmal für die Xbox Classic, wie gesagt, fehlten mir alle noch. Einmal die Rally Sports, die Rally Sport Challenge 2, ne? Autorennen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, es fehlt mir noch. Warum denn nicht, ne? Ein Autorennspiel für 3 Euro, Xbox Classic. Was willst du da sagen, ne? Hat mich gewundert, dass das überhaupt gibt. Und zwar Counter-Strike gab's anscheinend auch für die Xbox Classic, wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass es so auf LAN-Partys früher so ein PC-Spiel, was man gegeneinander gezockt hat, ne? Aber dass es für die Xbox Classic gibt, wusste ich nicht. Das geht übrigens auch für mehr. Ich glaube, es geht für ungefähr für einen Zehner, allein das hier. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Hitman Contracts. Ich habe ein anderes Hitman-Spiel für die Xbox Classic. Das hier sollte ich noch nicht haben. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach komm, warum denn nicht? Nimm's dir mit. Ne? Also für die Classic sollte ich es nicht haben. Ich meine, ich habe ein anderes Hitman-Spiel, wenn ich mich jetzt nicht verhaue und irgendwelche Konsolen durcheinander bringe. Ja, und so gab es auf jeden Fall die 3 Games für 9 Euro, ne? Warum denn nicht? Schön für die Sammlung auch wieder. Classic Games. Ja, Xbox Classic Games finde ich jetzt auch nicht so oft, ne? Finde ich mal, aber auch nicht so oft. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Ja, 1,50. Ja, die ist noch ganz neu. Was soll das hier kosten? 4 Euro. Machen Sie auch für 3? Na klar. Ja, dann machen wir das. Ja, dann Abschlussdeal. Beim Händler war ich nicht, weil ich einfach auch so schon genug gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, ach komm, brauchst du halt nicht zum Händler. Und einmal gab es noch ein PS2-Spiel am Ende bei so einer Frau. Und zwar für 3 Euro Prince of Persia, The Sands of Time. Fehlte mir definitiv noch für die PS2, bin ich mir sicher. Und weiß nicht, ob das zu einer Konsole gehörte, weil hier nicht für den Einzelverkauf freigegeben ist, zu irgendeiner Konsolenversion möglich sein. Weiß ich nicht. Wer das weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Und für 3 Euro, selbstverständlich von Ubisoft, habe ich mir gerne mitgenommen. Ne? Prince of Persia ist auch sowas, was irgendwie immer geht, denke ich mir. Ne? Ist halt auch ein bekannter Name. Und dieses PS2-Spiel hatte ich halt noch nicht. Und für 3 Euro habe ich mir das gerne mitgenommen. Ne? Ja, geht auf jeden Fall auch in meine Sammlung. Einmal gab es Prince of Persia, The Sands of Time für die PS2. Ja, das war's dann aber auch schon wieder für heute. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.